hallo und herzlich willkommen zum neuen Video und zwar wieder eine Reaction. Und zwar hat die Wiesel Show mal wieder ein Video hochgeladen. Ich muss gerade mal schauen, wann war das letzte Video? Vor 3 Monaten und 5 Monaten, Artikel 13. Also hat mega geile Videos, schaut auf jeden Fall in den Kanal rein. Kanal ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Props gehen raus. Wenig Videos, aber High Content, richtig kranke Videos. Ich glaube auch mega viel Aufwand, was der da betreibt für ein Video. Und dann muss es natürlich auch wieder von der Thematik passen. Und dann ist man bestimmt lange am Bearbeiten. Und dann muss es halt aber auch zum Thema passen. Keine Ahnung. Könnte vielleicht auch mehr Videos machen, keine Ahnung. Was er sonst so macht. Hallo und hallo, liebe Montana Black und die Steuern. Bevor wir hier loslegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz erklären, worum es geht und wie vor allen Dingen Sie hier mitmachen können. Drücken Sie einfach auf Ihrem Telefon auf der Tastatur die 0, dann werden Sie mit... Allein so diese Details, wenn er dann quasi kommt und wie das sich dann anhört, wenn es wirklich original bei ihm laufen würde. Ist einfach so diese feinen Details, wo ich auch persönlich, glaube ich, nicht mal das Feingefühl dafür hätte, um sowas dann so zu machen, dass es sich halt wirklich so original anhört. Sie hier mitmachen können. Drücken Sie einfach auf Ihrem Telefon auf der Tastatur die 0. Irgendein Filter drauf, es ist mega. Verbunden. Und dann mit ein bisschen Glück können Sie hier vorne mit der Bundeskanzlerin die aktuellen politischen Themen diskutieren. Frau Merkel, ich schlage vor, wir fangen an. Holen mal den ersten Anrufer zu uns. Einen schönen guten Abend. Ja, moin. Und wie geht's euch so? Geht's euch gut? Ja, ja moin. Sagen Sie einfach Ihre Frage. So direkt, so sagen Sie einfach Ihre Frage. Es ist so geil geschnitten. Frau Merkel. Es werden so viele Unmengen an Steuergeldern in so viel Scheiße verbraten. In so viel Scheiße, Digga. Ja. Scheiße, Digga. Es ist so geil. Oder? Ich wollte dazu nur etwas sagen. Wir können ja... Merkel, das Ding ist... Ich wollte dazu was sagen. Merkel? Also wie geil. Weil normal sind ja die Politiker, was einen immer so Bayern, unterbrechen. Die Steuern viel zu hoch sind und für Müll ausgegeben werden. Nein, das ist, sehen Nein. Sie nach meiner Auffassung... Da müsste... Ich weiß nicht. Gefühl, der Gesichtsausdruck. Ist eigentlich mal Zeit, ein bisschen was zu ändern, Digga. Da kann ich einige schon verstehen. Nein, hier auch so. Hier klingt es so, wie wenn der anruft. Es ist geil gemacht. Schon ein bisschen angefressen sind, ne? Oh shit, da ist die Pizza, Digga. Shit, da ist die Pizza, Digga. Wie geil. Oh shit, lecker Schmecker. Boah, gleich hier ein richtig... Und die hören dazu. Das ist ein Meisterwerk an Schnittkunst. Und überhaupt sich das so einfallen zu lassen, dass die jetzt so da hocken, das so zusammenzuschneiden, der unterbricht es einfach. Der spricht mit der Merkel. Im Live-Fernsehen wahrscheinlich, also in dem Szenario, und dann geht er einfach weg, weil es klingelt und er muss seine Pizza holen. Hammer. Beste Kombi, Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais geschnitten mit einer kleinen Knoblauchsoße. Und das live on stage und die hören so zu und das ist so geil geschnitten. Also theoretisch gesehen muss man in den Summen, die ich verdiene, kannst du eigentlich im Grunde 60% Steuern rechnen. Hey Digga. Das ist eigentlich... eine Frechheit. Weil ich verdiene kein Geld. Das mache ich nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber Angela, jetzt mal eine Frage. Ne? Angela, jetzt so beim Du. Wie viel Euro verdienst du wirklich? Ja, nun, es gibt schon sehr, sehr hohe Zahlungen. Wie viel? Wie viel? 4 Milliarden Euro. Hä? WTF? 4 Milliarden Euro. Komm, wie der das zusammengeschnitten hat, dass das dann so rauskommt. Oder er muss irgendeine Stelle finden, wo eben der genau das sagt. Das ist so krass, glaube ich. Digga. Das ist eine Unmenge an Geld. Hast du nicht mal Lust, mit mir was essen zu gehen oder einen Kaffee trinken zu gehen? Also, ich bin ein bisschen... wie es einfach nur passt. Selbst die Gestiken und alles. Ja, also jetzt erstaunt, aber... Ich würde dich gerne mal einladen. Das hört sich jetzt doof an, aber wenn man sich ineinander verliebt, Liebe ist so mächtig dann in dem Fall auch. Wenn er Bock hat auf was Älteres und sie Bock hat auf was Jüngeres und man findet sich, wo die Liebe hinfällt, weißt du, wie ich meine? Also ich finde den Vorschlag sehr abartig. Interessant. Ich habe nur einmal gerade ausgeguckt, weil ich nachdenken musste, ob ich ihm jetzt ein freudiges Ja zurufe oder ob ich sage, ich müsste mir das mal anschauen. Wir haben uns ineinander verliebt, was willst du dagegen machen, Digga? Was willst du dagegen machen, Digga? Aber es ist einfach godlike. Ich möchte natürlich auch
dass wir möglichst viele Kinder haben. Also insofern, ach du Scheiße. Es ist vielleicht gut, dass Sie nochmal gefragt haben, damit man das deutlich nach außen stellen kann. Korrekt, Digga, alles klar. Sie schicken mir vielleicht nochmal... Du willst meine Nummer haben, ne? Ja, gerne. Jetzt meine Nummer. Kein Problem. 0183. Wie es passt, die nimmt sogar einen scheiß Stift und schreibt es jetzt auf. Also muss irgendwas vorgefallen sein, dass sie das dann sich aufschreibt. So auf dem Motto, so ja, ich nehme das Kind zur Kenntnis und nehme das richtig auf. Sonntagabend Zeit. Also wie geil. Hast du auch Lust auf McDonald's? Ja. Ich finde, das ist schon mal eine interessante Anregung. Ja, alles klar, korrekt. Ich gehe schnell pinkeln. Kuss. Ich gehe schnell pinkeln. Kuss. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und tschüss aus Berlin. Tschüss. Alter, Hammer Video. Da muss man auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Ja, hier steht es auch bestens getroffen. Alter, was für ein Meisterwerk. Die Wiesel-Show, wie gesagt, Link wird auf jeden Fall in der Videobeschreibung sein. Props gehen raus. Schaut auch bei ihm auf Twitch auf. Er livestreamt. Patreon, Twitter, Instagram, Discord, Facebook. Hammer Geschichte. Geiles Video. Hammer. Da kann man auch gerne 3 Minuten drauf warten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.